Papa, dir würde ein wenig Gesellschaft wirklich ganz gut tun. Ja, du gehst kaum noch aus dem Haus. Du triffst dich mit niemandem mehr. Du hast nicht mehr meine Freunde. Na klar habe ich Freunde. Günther. Günther. Günther ist ein Kollege. Na und? Darf man jetzt mit seinen Kollegen nicht befreundet sein? Baba, du bist Bauleiter. Du bist zuverlässig. Du siehst gut aus. Du bist im besten Alter. Ja. Und du bist Witwer. Frauen stehen auf Witwer. Guck. Auf der Baustelle ist ein Betonmischer explodiert. Ein lauter Knall. Ich dachte, du hast... Vielleicht kann ich dir nicht helfen, aber... Ich glaube, ich weiß jetzt, warum deine Liebeserklärung am Ende nicht funktioniert. Deine Figuren sind nicht ehrlich. Also, wenn Ellen David liebt und David Ellen, dann muss man sich in die Karten schauen lassen. Da muss man die Hosen wirklich runterlassen. Das ist dann kein Spiel. Da kann man nicht auf Sicherheit gehen. Wie lange sind wir jetzt Nachbarn? 12, 13 Jahre. 15 Jahre und 62 Tage. Und am 56. Tag im 15. Jahr bist du in deiner chaotischen Art mit deinen Problemen an meinen Zaun getreten. Also eigentlich... Und kurz darauf dachte ich nur, Kenan, die kannst du nicht ernsthaft in dein Haus lassen. Aber dann war da plötzlich jemand, wenn ich aufgewacht bin. Eine vertraute Stimme im Raum. Ein neuer Duft. Ich mag, wie du riechst. Aber du kannst auch einen wahnsinnig machen. Mit deinen verstreuten Klamotten überall. Und das Bad. Ich könnte den ganzen Tag hinter dir herputzen.